Leute, Hubertus hier von Fishing King. Ich hoffe, euch geht's gut, trotz des ganzen Corona-Wahnsinns und ihr übersteht die Zeit ganz gut. Um euch die Zeit ein bisschen zu verschönern und euch ein paar richtig hilfreiche Tipps gerade jetzt für die Corona-Zeit zu geben, haben wir das heutige Video für euch, und zwar wird euch der Jörg Strelo, unser lieber Freund der Jörg und unser Koch- und Räucherexperte, mit dem wir natürlich auch einen Koch- und Räucher-University-Kurs gemacht haben, der wird euch heute zeigen, wie ihr Outdoor-Cooking betreiben könnt. Der wird euch mal richtig gute Tipps geben in dem Video, worauf müsst ihr achten, was für eine Ausrüstung braucht ihr, wie bereitet ihr eine Brasse zu, und das Ganze wirklich ganz simpel, aber richtig lecker. Und wie gesagt, darum geht es in diesem Video. Ich bin gerade hier in Schleswig-Holstein zusammen mit dem Viktor, der gerade hier wieder mal fleißig ist und auch Content für euch produziert. Viktor, du alte Sau. Sorry. So, ihr kennt ihn ja, ne? Das ist sein Markenzeichen mittlerweile. Naja. Routen liegen bei uns auch schon parat. Es wird in den nächsten Wochen auch richtig coole, neue, gute Angelvideos kommen. Und da dürft ihr euch jedenfalls drauf verlassen. Das war jetzt erstmal das letzte Video aus unserer University, was die Kochserie angeht. Das heißt, genießt das Video, macht's nach, schreibt mir in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind, nutzt das Ganze, denn noch dürfen wir angeln gehen. Und gerade wir als Angler haben ja den perfekten Ausgleich. Und im Idealfall habt ihr so ein Glück wie wir, Viktor und ich. Wir sind jetzt hier in der Ferienwohnung, beruflich allerdings, weil wir natürlich Videos drehen, und haben natürlich im Garten direkt ein Gewässer. Das haben wir auch schon genutzt. Was wir gefangen haben, wie gesagt, das werdet ihr in den nächsten Videos sehen, in den nächsten Wochen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe noch eine wichtige Sache, Hubertus. Ja, Viktor. Und zwar, wir suchen ein Gewässer, wenn ihr eins habt. Stimmt, ganz wichtige Info. Wir suchen Gewässer, idealerweise mit ein wenig Land oder Bäumen drumherum. Ist aber nicht das Hauptkriterium. Wasser wäre gut. Wasser wäre gut. Und ja, das ist eigentlich das Hauptkriterium. Mindestens 4 bis 5 Hektar. Genau, mindestens 4 bis 5 Hektar. Und wenn ihr da was habt, dann würden wir uns sehr über eine Nachricht freuen. Ihr könnt uns dann auch direkt eine E-Mail schreiben an info@fishingking oder schreibt uns per Instagram direkt. Das lesen Viktor und ich beide persönlich, höchstpersönlich. Ja, es wäre so toll, wirklich, Leute. Wir sind wirklich auf der Suche. Und wenn ihr was habt, wenn ihr einen kennt aus der Familie oder vielleicht arbeitet die Mutti ja irgendwie in irgendeinem Amt, Liegenschaftsamt oder so, da gibt es ja auch manchmal Gewässer. Also oder der Verein sagt, hey, wir geben eines unserer Gewässer, verkaufen wir oder verpachten wir langfristig. Dann meldet euch einfach bei uns. Wir haben eine richtig coole Idee damit. Ihr partizipiert dann auch davon. In diesem Sinne, wir machen jetzt mal weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Uni-Video. Macht's gut. Euer Hubertus und euer Vicky. Ja. Zeit am Wasser, ihr Lieben. Qualitätszeit pur. Was gibt's Schöneres? Mit so einer Stipprute in der Hand, mit einem Würmchen am Haken, passiert halt auch was. Wenn ich meiner Frau verspreche, ey Schatz, heute Abend gibt's Fisch, kann ich mein Versprechen halten. Wenn ich auf Zander oder auf Meerforelle angel, nicht immer, aber wenn ich hier im angefütterten Platz bin und auf Brassen, auf Rotaugen angle, dann meistens schon. Und eine ganz besondere Geschichte ist auch das ganz frische Zubereiten von Fisch, den wir gerade eben geangelt haben am Wasser. Ja, das sogenannte Outdoor-Cooking. Da gibt es natürlich ein paar Spielregeln zu beachten, das ist völlig klar. Wenn es draußen trocken ist, im Sommer kein offenes Feuer. Ja, zum Glück verboten, steht dann auch überall, spätestens in eurer Vereinssatzung. Was man auch nicht machen sollte, ist die Fischreste, wenn man Fisch am Wasser versorgt hat, einfach liegen lassen. Gerade in stehenden Gewässern können da Fäulnisbakterien entstehen, die wiederum das Gewässer schädigen. Also da bitte auch sorgsam sein. Und was natürlich oberstes Gebot ist, ich sage es trotzdem nochmal, nichts von unseren Hinterlassenschaften da liegen lassen. Ja, also kein Müll, auch keine Fischgräten, wenn wir jetzt den Fisch aufgegessen haben. Das ist wichtig, aber das wisst ihr sicher schon selbst. Ja, wir Angler sind ja Naturschützer und wissen Bescheid, wie man sich draußen zu verhalten hat. Ja, ich denke, es ist ein schöner Abend. Ich habe den Platz hier an der Elbe schön unter Futter gehalten. Dass der eine oder andere Brassen heute beißt. Ja, ich habe mir so ein Stündchen Zeit genommen. Und da würde ich euch gerne zeigen, wie man diese Fische dann hier am Wasser zubereiten kann. Wir hatten heute Angelglück. Beim Brassenangeln kommt das ja öfter vor, ne, dass man da wirklich auch Erfolg hat und eben auch die Beute zum Essen einplanen kann. Und wir haben hier eine wunderschöne Brasse, so ja, vielleicht ein Kilo schwer. Es hat noch eine mehr gebissen, die habe ich schon filetiert. Zwei Schwanzfilets sind noch übrig, die anderen habe ich heute Mittag schon gegessen. Ja, und die möchte ich jetzt für euch gerne in der Pfanne braten.
Ja, und das geht relativ einfach. Im Moment seht ihr, dass noch nichts hier am Platz steht. Was aber gar kein Problem ist, weil ich habe meine Tasche mitgenommen, meine Kochtasche, meine Outdoor-Cooking-Tasche. Und da ist alles drin, was wir benötigen. Zunächst mal brauchen wir einen kleinen Kocher. In diesem kleinen Set mit drin. Und zwar ist das von Trangia, das ist ein schwedischer Produzent. Ja, und die haben ganz, ganz tolle Spiritusbrenner im Angebot. Bergsteiger kennen die, weil das sehr leicht ist, nimmt man das mit zu Exkursionen, zu Expeditionen auf die hohen Berge. Und auch für uns Angler ist das eine prima Geschichte, weil es einfach super ins Gepäck passt. Und ich habe hier einen leistungsstarken, hochwertigen Kocher mit einem Spiritusbrenner und kann damit jetzt gleich wunderbaren Fisch in der Pfanne braten. Dieser Brenner ist bereits mit Spiritus gefüllt. Den habe ich an diesem relativ kühlen Abend auch in meiner Tasche so eine Stunde vorher schon am Körper getragen, damit dieser Spiritus nicht zu kalt wird. Das ist sehr wichtig. Sonst brennt er nämlich nicht. Und das muss er natürlich, wenn wir Temperatur für unsere Pfanne bekommen wollen. Ich zünde gerne mit Streichhölzern an. So. Kommt jetzt die Flamme, die ist jetzt am Anfang nach dem Anzünden noch relativ klein, wird aber gleich, wenn der Spiritus wärmer wird, auch größer. Und das muss auch passieren, weil wir eine gusseiserne Pfanne dabei haben und die muss natürlich durch diesen Brenner auch auf Temperatur kommen, damit wir unseren Fisch darin braten können. Ja, und auch diese Pfanne habe ich hier in meiner Tasche drin, aus dem letzten Schwedenurlaub. Da habe ich die mitgebracht. Das Geniale, was mir echt gut gefällt, ist, dass man den Griff so einklappen kann und man die Pfanne deshalb nicht so transportieren muss, weil dann passt sie nicht mehr wirklich in die Tasche rein, sondern dass man den Griff so ranklappen kann. Ist eine prima Idee. Ja, und das ist eine Eisenpfanne und die habe ich schön ausgebrannt mit Salz, ja, schön auf dem Herd, mit hoher Temperatur, damit nichts anhaftet. Dann mit Öl ein bisschen eingerieben, deshalb glänzt die noch so. Und die stelle ich jetzt hier auf meinen Trangia-Kocher drauf. Und bevor ich jetzt gleich das Öl in die Pfanne gebe zum Braten, Olivenöl, also welches, das man auch ein bisschen stärker erhitzen kann, kein kaltgepresstes Olivenöl, sondern welches zum Braten, muss die Pfanne erst ein bisschen Hitze bekommen. Und das dauert jetzt bei den Außentemperaturen, ich denke, 2-3 Minuten. Ja, und wenn die Pfanne heiß ist, sehen wir uns gleich wieder. So, das hat nicht lange gedauert. Die Pfanne ist schön heiß geworden. Und jetzt kann schon unser Öl da rein. Wir haben jetzt 2-3 Grad Außentemperatur. Und da wird das in der Flasche schon so ein bisschen grisselig. In der Pfanne wird das jetzt sehr schnell heiß. Ich nehme ein bisschen mehr, damit der Fisch auch schön von dem Öl umspielt wird. Und schön knusprig werden kann, das ist wichtig. Ich liebe nämlich knusprigen Fisch aus der Pfanne. So, schaut mal, es wird schon richtig schön dünnflüssig. Das bedeutet, dass es auch schon schön heiß wird in der Pfanne. Und wenn das gleich so ein bisschen Bläschen wirft, wenn ich ein Streichholz da reintauche, hat es die richtige Temperatur zum Braten. Geht, dass das sehr heiß wird. Das ist auch wichtig, damit der Fisch auf der Hautseite schön knusprig wird und eine schöne Bräunung bekommt. Ja, das ist schon genial, wie leistungsstark diese Spiritusbrenner sind. Na, wir haben jetzt wirklich niedrige Temperaturen. Zum Glück ist es ein recht windstiller Abend. Ansonsten ist das nämlich auch nicht so einfach. Da braucht ihr immer so seitlich ein bisschen einen Windschutz, wenn ihr mit diesem Gerät dann arbeitet. Aber heute haben wir Glück, es ist zwar kalt, aber zumindest nur leicht windig. Ja, und da kann man ganz prima mit diesem Gerät arbeiten. Es wird schon relativ heiß. Und ich glaube, dass wir da schon unseren Fisch einlegen können. Wie man so ein schönes Filet bekommt, seht ihr in den anderen Videos in unserem Kurs. Und da werdet ihr dann auch finden, wie man Hechte filettiert, wie man Karpfen filettiert. Und unter anderem auch eine Brasse, was gar nicht so einfach ist, was aber mit ein paar Handgriffen relativ leicht zu lernen ist. Ja, schönes Brassenfilet
Und jetzt fängt das Öl auch schon ein bisschen an zu rauchen in unserer Pfanne hier. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt mit der Hautseite nach unten den Fisch einzulegen. Und jetzt lassen wir ihm, wie das beim Kochen immer sein sollte, die Zeit, die er braucht, um langsam durchzuziehen. Und das dauert jetzt, ich denke, 3 bis 4 Minuten. So, nach 2 Minuten haben wir schon einen schönen Garfortschritt. Und ihr seht, dadurch, dass die Pfanne schön mit Salz auf einer heißen Herdplatte eingebrannt wurde, ein bisschen geölt wurde, haftet der Fisch auch nicht an. Und ihr könnt zwischendurch, ne, so nach 2-3 Minuten, den Fisch auch mit dem heißen Bratfett übergießen. Dann kann er durch die Hitze des Öls auch schon mal so ein bisschen von oben durchgaren. Seht ihr das? Ne, durch das heiße Öl wird er jetzt oben drin auch schon so ein bisschen weiß. Und somit haben wir dann relativ schnell auch ein perfektes Ergebnis. Und auch beim Braten in der Pfanne ist es immer unser Ziel, dass der Fisch zwar durch ist, dass er schön gegart wurde, aber natürlich nicht trocken wird, ne, sondern schön saftig bleibt im Kern. Und so geht das ganz prima, schaut her. Kann man nochmal hergehen, den Fisch einmal kurz umdrehen. Ups. Auf der Rückseite auch nochmal ganz kurz anbraten. Und dann zum Ende hin nochmal schön auf der Haut mit ordentlich Hitze garen, damit die noch ein bisschen knusprig wird. Und auf das Häppchen freue ich mich schon. Schaut mal hier, richtig schön kross, richtig schön goldbraun. Und das wird ein wahrer Leckerbissen. Ich würze mir das wieder, wie ihr inzwischen schon wisst, auch aus den anderen Videos in unserem Kurs, immer erst im Nachgang. Mache jetzt noch ein bisschen Olivenöl hier drauf. Ja. Das wird auch gleich wieder dünnflüssig, wenn man es jetzt aus der Flasche hier auf den warmen Fisch gibt. Und ein bisschen Spicy Fish, das Barbecue-Gewürz. Ja, selbstverständlich könnt ihr auch Salz und Pfeffer dafür nehmen. Ja, aber hier habt ihr noch ein bisschen geräucherte Paprika mit drin und Fenchel und all das, was Fisch gut tut. Aber manche mögen es gerne schlicht und Salz und Pfeffer ist eine prima Geschichte, um auch die eigene Note eines Fisches, den eigenen Charakter zu unterstreichen. So, wunderbar, sieht gut aus. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. So. Schöne knusprige Haut, so mag ich das am liebsten. Das lässt sich jetzt mit dem Löffelchen ein bisschen schwer lösen. Oh, hört mal. Richtig schön groß, super lecker. Und in der Pfanne gebraten mag ich Fisch einfach am liebsten. Richtig schön groß, eine schöne Kruste auf der Haut. Super lecker und zur Nachahmung unbedingt empfohlen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr weitere Videos zum Kochen, Räuchern haben wollt, dann schaut auf jeden Fall auch mal unseren University Club an oder unseren separaten Kochen-Räucherkurs. Da findet ihr noch viel mehr Videos. Und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren und schaut auch gerne mal bei Victor. Ich gehe angeln vorbei. Das wäre so schön, Leute. Wirklich. Richtig, weil die letzten Videos, die wir beide zusammen gemacht haben auf Victors Kanal, da geht es auch um Catch and Cook. Ja. Da haben wir einen Karpfen zubereitet und einen Black Bass. Und wie das abgelaufen ist, das seht ihr natürlich bei ihm im Video. Ein richtig schöner Karpfen. Sagen wir es, wie es ist. Ein Zeiler. Das war ein Zeiler, Leute. Und der hat auch so geschmeckt wie ein Zeiler. Sagen wir es mal so. Und da konnten wir nämlich schon Jürgs Tipps umsetzen, weil wir uns da nämlich genau das Video auch angeschaut haben. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Ciao.